Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. In der letzten Folge haben wir unsere erste Parallelquest abgeschlossen. Eine war das nur, ne? Ja. Und ja, man sieht hier eine kleine Änderung an meinem Charakter. Und ja, irgendwas sieht doch sehr vertraut aus. Ja, ich habe meinen Charakter nochmal neu erstellt. Und zwar habe ich dafür die alten Daten gelöscht und die Daten vom Dragon Ball Xenoverse 1 von meiner PS3 per PlayStation Plus hochzuladen, also den Spielstand hochzuladen. Wupp. Geh weg. Und ja, dann konnte ich die in diesem Spiel hier übernehmen und konnte meinen Charakter aus dem ersten Teil als Helden sozusagen hier bestimmen von Tokitoki Stadtheld. Ja, heißt doch so. Die Stadt ist so jetzt irgendwie anders. Egal. Ja. In Dragon Ball macht das sogar ein bisschen Sinn, weil ja, Bardock und sein Sohn Son Goku, Son Goten, die sahen ja auch alle gleich aus, also so unnormal ist es jetzt eigentlich nicht. Ich habe, wenn das geklappt hat, jetzt auch den Vorbestellercode von Black Goku bekommen. Das heißt, ich habe diesen komischen fliegenden Baumstamm, mit dem Tao Bai Bai mal durch die Gegend geflogen ist, jetzt auch freigeschaltet und Black Goku als spielbaren Charakter freigeschaltet, glaube ich. Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich nehme mal ein. Ich habe ihn freigeschaltet. Ich habe den Code eingegeben, runtergeladen und so müsste halt wohl geklappt haben. Ne? Ja, okay. Noch irgendwas? Ach ja, ich habe, weil ich meinen Charakter importiert habe aus dem ersten Spielstand, auch die Klamotten und die ganzen Attacken, die ich damals hatte, direkt geschenkt bekommen und noch ein paar Zenny, die ich ja wahrscheinlich ausgeben werde. Ich kann ja mal kurz zeigen, was wir hier alles haben. Ich habe die ganzen Muten Roshi Klamotten, die ich damals hatte, direkt hier mal ausgerüstet, aber ich werde die wahrscheinlich wieder ablegen, weil ich ja sehe sich das mal in einer Zeit, die ganzen Attacken, die ich auch im ersten Teil hatte. Und ja, es war lustig, so stark schon anzufangen, aber ich fühle mich ein bisschen gescheatet, wenn ich so das Spiel spiele. Deswegen tun wir mal zu den alten Klamotten hier wechseln. Und obwohl das mehr oder weniger vielleicht oder vielleicht noch nicht der Charakter sein soll wie hier im ersten Teil, will ich ja noch einen halbwegs anderen neuen Charakter auch ein bisschen erstellen. Das Projekt wird so ungefähr ablaufen. Ich werde jetzt, ich habe mir vorgenommen, die Hauptstory erstmal so lange weiterzumachen, bis ich nicht mal weiterkomme. Da kann noch ein bisschen dauern. Ich setz mich mal hin. Ja, ja. Und ja, wenn ich nicht weiterkomme, werde ich mich vielleicht an ein paar Parallelquests anpacken. Ich will auf jeden Fall erstmal einige Parallelquests hier freischalten, um offscreen die kompletten Sachen, die man dafür bekommt, hier freizuschalten. Weil beim ersten Mal, wenn man eine Parallelquest erledigt, dann ist, hat man noch nicht alles freigeschaltet direkt. Und das will ich natürlich erstmal, ja, auch schaffen, ja, die ganzen Sachen freizuschalten. Das heißt, ich muss die sehr viel öfter machen. Und dafür möchte ich schon ein paar irgendwie zur Verfügung haben. Außerdem möchte ich eine Parallelquest haben, wo man Dragon Ball finden kann, damit ich die auch aus Screen sammeln kann. Also ungefähr so weit würde ich dann Parallelquest erstmal spielen. Aber erstmal kümmern wir uns um die Story. Und wir kaufen uns mal ein paar Fähigkeiten, weil ich habe eine Menge Geld bekommen. Ich glaube 60.000 oder so. Ich weiß nicht, wodurch das bestimmt wird. Ich glaube von den Sachen, die man irgendwie freigeschaltet hat im ersten Teil oder so. Und ja, wir gucken uns mal an, was wir hier alles haben. Und zwei Kinder, um bis zu 6 abzufeuern. Ja, wir kaufen jetzt erstmal hier ein paar Sachen für unseren Charakter. Oh, oh Gott. Entschuldigung. Geistbus, hier, wir gehen. Kehrtwende. Das ist eine Ausweichfähigkeit. Kauft man erstmal alles hier. So, Klamotten können noch so bleiben. Möchte mal kurz in die Parallelquest reinschalten. Wenn das sowieso noch so Tutorial-Sachen sind, dann werde ich die wahrscheinlich auch noch machen. So, nein, da tut man nicht die Karte aufrufen. Ich habe noch viele Sachen hier auf der Karte, von denen ich noch nicht weiß, was die alles machen. Die ja zum Beispiel, die haben auch einen Kreis. Ein Fragezeichen über den Kopf, und da würde ich auch mal gerne wissen, was das ist. Aber gucken wir uns jetzt erstmal die Fähigkeiten an. Wer hat die noch behalten? Verdammt.
Machen wir die erstmal weg, alle. Ich dachte, wenn ich die Klamotten hier umändere, auch maximale Ladung, womit ich mein Key aufladen kann. Meine Dings kann ich sowieso noch nicht einsetzen, weil ich nicht genug Key habe, um die einzusetzen auf 400. Wachenfähigkeit, ich nehme an, das sind Verwandlungen oder so, weil die konnten nicht übernommen werden anscheinend. So, steige schnell auf. So. So, was haben wir denn hier? Ich nehme ja die, oder nehmen wir erstmal die. Die und nein, wo ist es? Hier. Weil ich möchte einen neuen Charakter auch hier ausnutzen. Giga-Schub, auch gegen Gegner zu vorübergehende Schadensimmunität, wenn du einen Move aktiviert hast. Gucken wir mal. So. Dann sind wir all set und jetzt will ich mal wissen, was du von mir willst. Also. Hey, ich bin Son Goku, war nur ein Scherz. Ich bin immer. Ich klinge aber wie Son Goku, stimmt's? Der ist so lustig, obwohl er ein Saiyajin ist und stark auch noch. Ich wünsche dich fair wie er. Und sein Kamera einfach ist bei ein Gegner gelaufen. Okay, das sind nur Tutorials oder was? Ja, was denkst du? Klinge ich wie Piccolo oder nicht? Son Goku. Alle sagen, dass Vegeta Son Gokus größter Rival ist. Ja, aber Akira Toriyama hatte eigentlich im Sinn, dass Piccolo hier der Rivale von Son Goku bleibt. Aber die Leute haben Vegeta so sehr gemocht, deswegen ist der sozusagen als Rivale aufgestiegen. Ja. Wenn du eine Pose kennst, mit der man Ki manipulieren kann, zeige ich dir eine mal. Achso, ich soll dir was zeigen. Ki manipulieren. Natürlich. Ja. Hey, was tust du? Muss ich auf das Ansammeln von Ki konzentrieren? Was nehmen wir denn? Ja, ist einfach hier. Das ist, ja. Okay, wie tut man ja Energie sammeln? Achso. Du kannst jetzt folgendes verwenden, Kamehameha. Oh geil. Ja. Okay, direkt mal ausrüsten. Das ist geil. Oder habe ich nur, ich habe nur eine Geste freigeschaltet, ne? Ich habe eine Geste freigeschaltet. Nein. Gott verflucht seist du. Ja. Wir muss sagen, den Son Goku in den ersten Kampf gegen Piccolo eingesetzt hat. In seinem ersten Kampf gegen Piccolo eingesetzt ist sehr aufregend. Der erste Move, der eigentlich diese Dingens hier. Warte mal. Son Goku in seinem ersten Kampf gegen Piccolo eingesetzt hat. Weiß ich nicht. Die Schere Stein Papier eingesetzt. Kam ja. Achso. Wuff. Ja, okay, jetzt wird er natürlich auch gesagt haben, gemacht haben. Habe ich aber jetzt irgendwie an dem Finisher gedacht, hat er irgendwie diese Drachenkombo gemacht. So, hier sprechen wir mal alle an, damit die Dinger weggehen. Ich weiß jetzt noch sehr langweilig. Moment hier. So, ja, ich lese mir vielleicht ein paar durch. Also, so, jetzt ein Pluskampf. So, online parallel quests sind jetzt die gleichen wieder wie im Dingens. Na, okay, dann sind vollkommen andere neue. Warte, da macht es auch ein bisschen interessanter dann. Oder? Muss man die irgendwann machen? Na, gucken wir mal. So, genug Zeit verschwendet. Machen wir noch irgendwann in der Story. Hätten wir heute noch irgendwas machen? Ach ja, ich habe ja ein Dings, ne? Ich will diesen Baumstamm haben, aber dafür müsste ich jetzt mal fliegen können, ne? Muss ich dann lang da? Sah aber ganz schön anders aus früher. Da ist Krillin. Mein Meister werden oder irgendwie so was.
Orange Star High School. Anschau aus, wer irgendeine Prüfung, die du abschließen musst. Kannst du durch diese Prüfung Anerkennung geben? Ja. Hey, du hast so einen Zahlsoldaten. Wie schön, dich kennenzulernen. Ich bin Krillin. Der Kaioshin der Zeit hat mir von dir erzählt, willst stärker werden. Hm? Gut, ich werde tun, was ich kann. Ich kenne viele verschiedene Techniken. Wenn du Interesse hast, sag mir Bescheid. Bisher, als ich eine neue Technik beibringe, gerne. Aber zuerst muss ich dich testen. Lass uns einen Übungskampf austragen. Du hast für den Kaioshin der Zeit. Du wirst also bestimmt zäh sein. Aber ich will sehen, wie was du zu bieten hast. Okay, damit habe ich, das habe ich irgendwie jetzt nicht so. Amaden, okay. Weiß nicht, daran habe ich jetzt irgendwie nicht mehr gedacht. Also sieht so aus, als müssten wir erst hier für ihn machen, weil die Meister, die kann ich offscreen aufleveln, indem ich Kämpfe mache. Und da ich auch Parallelquests offscreen machen werde, weil ich ja die ganzen Sachen immer freischalten werde. Steht 200 Ausdauer, ja. Muss ich dann sowieso anfangen, mir einen Meister zu suchen. Ist auch immer mein neuen Angriff aus. Ermahnung. Was? Aber ich habe den Angriff. Ich habe ihn direkt als Dingens hier, als Angriff, wenn ich gegen den kämpfe. Wo ist das? Nimm das, Ruffy. Ich meine, kriegen. Komm ich auf Ruffy. Hm. Die gleiche Stimme. Wo ist er das? Sehr gut. Vielleicht schaffe ich sogar in der Story noch irgendwas. Bayoms. Super Angriff, Ermahnung. Ja, bitte sag nicht der. Oh, da konnte man reingucken. Cool. Man konnte in Gottes Palast reingucken. Ich hoffe, es läuft genauso wie mit im ersten Teil mit dem Trainieren bei den Meistern. Da muss ich nämlich gucken, wie ich das regel. Erstmal kommt die Story. Weil je weiter wir in der Story sind, desto mehr Sachen können wir, glaube ich, freischalten hier, so Kostüme und Attacken und all sowas. Gut gemacht, sonst könntest du was mit deinem Training anfangen. Ich breite die Aktion vor, die deiner Stufe entsprechen. Trainiere also hart. Keine Pause, verstanden? Okay. Ja, wie wird er jetzt angezeigt? Lieblingscharakter, ich selber. Ah, hallo. Okay, vier, aber nur. Waren auch vier im ersten Teil, weiß ich nicht mehr. Ja, was bist du denn? Hallo, du drehst nicht viel, was? Was? Aber hallo, ich weiß deine Freundlichkeit sehr zu schätzen. Ich will mich mit den Fortschrittssätzen dieser Einrichtung. Du kannst mich gerne Tester nennen. Hier bilden sich die Unterrichtsziele der besten Ausbilder der Geschichte. Manche Ausbilder erwarten eine bestimmte Mindeststufe. Solltest du im Hinterkopf haben. Aber keine Sorge, ab und zu hältst du Möglichkeit, einen Fortschrittstest abzulegen. Sprich mal, wenn du einen Fortschrittstest ablegen willst. Bis dann wünsche ich dir viel Spaß. Ja, da, ja, okay. Dann habe ich jetzt noch den Angriff. Bitte sag, ich habe den Angriff. So, ich hätte dann gern vielleicht den Buff. Ja, jetzt führt deine Ausnahme auf. Okay. Hi. Willkommen auf der Soldatenakademie. Also, der Kampf ist durch Herausforderungen von Kurukaioshin. Du kannst durch Fortschrittstests machen, um eine höhere Trainingsstufe zu erreichen. Die anwesenden Kämpfer sind Ausbilder, die dir verschiedene Techniken beibringen können. Es gibt auch noch andere Ausbilder in Canton City, genau so ist das. Du sollst die Suchen von ihnen lernen. Du kannst eine Trainingsstufe erhöhen, indem du Quest abschließt und Trainingseinheiten absolvierst. Sobald du weit genug fortgeschritten bist, kannst du Fortschrittstests absolvieren. Wenn du die Tests bestehst, ändert sich deine Klasse, wodurch dir Lehrer neue Fähigkeiten beibringen können. Beeindruckt, für eure Zeit, sondern habe ich keine Mühe gescheut. Lern von deinen Ausbildern und sei dankbar, dass sie einiges an Wissen vermitteln können. Ich glaube, wir kommen heute nicht mehr zu einer Story-Quest. Du musst stärker und stärker werden. Nutze die Akademie und verbessere deine Fähigkeiten. Okay, dann gehen wir mal rein. Ist jetzt hier schon so Lehrer und weil nicht Meister bezogen, also machen wir jetzt das. Aber in der nächsten Folge irgendwie storymäßig was. Mal gucken. Hallo, lernst du fleißig bei deinen Ausbilder? Keine Ahnung. Ich möchte dir das hier geben, weil du dich so angestrengt hast. Okay, geil. Ich kann ja nicht springen. Nein. Gar nicht hoch. Nein. Okay, irgendwie passiert ja nichts. Hier wäre irgendwas.
ich vergesse mal, war hier machen können, weil da ist ein Ausrufezeichen. Wer bist du denn? Wer du? Hi. Hi. Du wirst dich für die wichtige Mission ausgewählt. Ich bin einer der besseren Kameraden. Ich bin ungern zu direkt, aber ich will wirklich gerne ein Duell sehen, was du drauf hast. Jetzt als Lernen aus der Praxis und schon mich bloß, ich, weil ich eine Frau bin, ich schon in die. Entschuldigung. Na los, zeig mir alles, was du kannst. Ich habe vor nicht Zeit zu laden, die du in Konton City triffst, so einen Kampf aus. Diese sind starke Gegner, die dir eine große Anzahl von Punkten einbringen. Wenn du einen besonders starken Zeitsoldaten besiegst, kann es sogar sein, dass du einen Dragon Ball bekommst. Okay, kann ich so Dragon Balls farmen? Na gut. Dann komme er oder sie her. Ich liebe dieses Grinsen. Ich finde eine künstliche KI. Ich nenne sie Ki. Hey, wie war das? Boah. Der Angriff ist halt genau. Bleibst du da face hier? Ich erfinde eine künstliche Intelligenz und nenne sie KI. Genau so war das. Wieso war echt nicht? Ich wollte den Schalter mal einsetzen. Es ist halt nur so einfach, ja, aber ich weiß, dass es so schwer sein wird später. Bams! Pirouettentritt erledigt. Gewonnen. Ja. Sieg. So, was? Wie viel habe ich bekommen? War doch nicht nur ein Level, das ich jetzt bekommen habe, oder? Ich habe 600 Punkte oder irgendwie sowas bekommen. War das viel? Fängt immer noch, das hört sich so wie Dragon Quest an. Das hört sich an wie so Jahrmarktmusik irgendwie. Aber man kann jetzt nicht davon reden, dass Dragon Ball eine sehr ernste Serie war. Also vom Inhalt schon, aber nicht so, weiß ich nicht. Ich meine, Leute mit drei Augen und sprechende Schweine sind durch die Gegend gelaufen, also wenn ihr versteht. Ist wirklich so zäh, wie alle sagen. Das war ein toller Kampf. Es gibt vier Zeitsoldaten in Konto CT. Wenn du mit ihnen sprichst, freuen sie dich eventuell zu einem Kampf aus, so wie gerade. Aus Kämpfen bekommst du Erfahrung, die du brauchst. Für Siege kriegst du möglicherweise so etwas Besonderes. Sprich mit so vielen, wie du kannst. Setz dabei ein Training fort und streng dich weiter an. Ich glaube, ich war... Oh. Ich habe den 4 Sterne Dragon Ball bekommen. Das ist natürlich typisch. Eine Sekunde. Daten anzeigen. Krillin hat sich dort getan. Ich weiß es nicht. Könnte vielleicht sein, dass so ein mickriger Punkt dazu gekommen ist. Hey, kennst du die Zeremonie des alten Kaioshin zur Erschließung schlummernder Potenzial? Ja. Das ist ein fantastisches Ritual, das so verborgene Kräfte selbst der mächtigste Krieger erschließt. Hey, das klingt einfach fantastisch. Willst du nicht wissen, was das für ein Ritual ist? Wenn ja, dann neige dein Haupt in Respekt vor mir. So eine Gelegenheit gibt es nicht jeden Tag. Bist du von mir? Na gut. Jetzt folgen wir es erwähnen. Boah. Alter, warum gehst du davon? Das ist eine vorrangige Verneigung. Und viel Spaß beim Kaioshin-Tanz, den ich dir gelehrt habe. Okay. Auf der Willen. Zeig mal. Ich möchte erstmal ein bisschen KI haben, genau wie im ersten Teil. Erstmal so viel Ki, oh geil, Ki haben, wie ich weiß nicht, nämlich so 1-2 Balken mehr ab. Was haben wir noch hier alles? Wir haben jetzt schon Zeit verschwendet, jetzt können wir auch alles verschwenden. Oh. Oh Gott. Dodo, man entwickelst du dich denn zu Dodi? Nach mit X beimst man, ich wollte schon sagen. Diese Animation hat irgendwie, weil nicht wenig Sinn gemacht vorher. Nur gucken, was hier ist. Nix, okay. Weiter, was da drüben. Was noch für Fahrzeug? Oh, da liegt was. Oh, da liegt was Süßes.
Oder liegt was Süßes? Oder liegt was Süßes? Kraftkapsel. Ja, Teleporter, also nehme ich jetzt mal einfach an, tun wir zu verschiedenen Orten an der Stadt teleportieren. Das sieht irgendwie aus wie das Haus des Oberältesten von Namek. Zeichen. Oh Gott. Hallo? Müssen wir da bestimmt irgendwas. Hallo, na, nein, okay. Ich schaue mich hier nur um, ich bin nur Tourist hier. Bin vielleicht oder vielleicht auch nicht der super geile Krieger aus dem ersten Teil. Den jeder gemocht hat, den jeder hier irgendwie bewundert hat. Oh Gott. Oh Gott. Na, kann man nicht runter. Oh, hey. Ich bin immer ein Dragon Ball. Ja, ist klar, irgendwie. Oh mein Gott, ein Dragon Ball Spiel, wo Anspielungen an Dragon Ball sind. Oh mein Gott. Wer hätte denn das gedacht? No, aber ich finde hier, glaube ich, nichts mehr von Bedeutung. Ne? Da, hier sieht aus wie Namek. Namek-Gebiet. Nicht gut, dass man hier einfach so durchrennen kann, ohne Ladebildschirm oder sowas. Gut, mehr scheint es ja aber nicht zu geben. Ja. Pilzwüste. Wir haben Mario oder was? Ja, nur in Super Mario gibt es Pilze, sonst nirgendwo. Ja, ich muss in die Mitte, wo. Hey, da ist Tenshin an. Tenshin an Shippuden wird geht ab. Weil die Meister werde ich dann auf Screen immer so hochleveln und dann irgendwie alle Dinge auf einmal machen. Nehme ich an. Weiß ich noch nicht. Oh Gott! Mal schauen, wie wir das machen. Viel aufspielen wird auf jeden Fall gemacht. So. Muss mit den Crash in der Zeit reden. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge von Let's Play Dragon Ball Xenoverse. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen und wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst doch bitte etwas Feedback. Ein Daumen nach oben, ein Abo oder ein Kommentar. Was auch immer euch gefällt. Und in dem Sinne sage ich dann tschüss, bis zur nächsten Folge. Eine Sekunde. Tschüss.